kann ich irgendwas tun, um eure Augen nicht wiederzuherstellen? Ein großzügiges Angebot. Wiedersehen zu können, wäre in der Tat ein wertvolles Geschenk. Das kann ich mir vorstellen. Aber auch das einzige bekannte Heilmittel ist nicht minder wertvoll. Wenn ihr mir 2 Malachit-Edelsteine bringen könntet, nee, wüsste ich eine Zauberformel, die Steine in gesunde Augen verwandelt. Nee, und die haben wir gerade nicht. Diese Edelsteine sind äußerst selten und sehr, sehr wertvoll. Wenn ihr sie mir trotzdem aus freien Stücken geben würdet, wäre eure Belohnung immens. Das würde ich... Ja, toll. Ich werde mich bemühen, diese Edelsteine zu finden und euch zu bringen. Ihr seid gütig, mein Freund. Und gebt einem alten Mann Hoffnung auf etwas, an das er schon lange nicht mehr geglaubt hat. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich am besten die Malarit suchen soll? In den Orobas-Fjorden existieren zahlreiche Minen und Höhlen. Aber nein, ich kann euch nicht behilflich sein. Diese Edelsteine sind so selten, die Goblins nennen sie Sternensteine und glauben, dass sie die Seelen von toten Göttern enthalten. Können Sie mir verraten, warum ein Mann, der es nach abstrakten Wahrheiten düstert, seine Augen benötigt? Können Sie ihn nicht ablenken? Ihr habt auch eine philosophische Ader, was? Ja. Ich arbeite an abstrakten Konzepten durchaus. Aber ich bin ebenso davon überzeugt, dass gute Philosophie auch praktischen Nutzen haben muss. Durch meine Blindheit habe ich mich in gewisser Weise aus der materiellen Welt entfernt. Und ich fürchte, ich habe buchstäblich den Blick aufs Wesentliche verloren. Manchmal kann sich das negativ auf meine Gedanken auswirken und meine Suche nach den ultimativen Antworten behindern. An was für eine Belohnung für die Steine habt ihr gedacht? Die Belohnung würde nicht materieller, sondern spiritueller Natur sein. Ah, na, ich krieg wieder irgendwelche Fertigkeiten. Meiner Meinung nach würde es sich um die wertvollste Belohnung überhaupt handeln. Aber was ihr davon halten werdet, kann ich nicht sagen. Na gut, ich muss nur um euch verlassen. Wohl. Hoffentlich findet ihr, was ihr sucht. Naja, ist ja dein Wille, was du hier suchst. Steine. Und er hat gesagt, bei den Goblins. Ich habe jetzt mal wieder die Hoffnung, einfach mal zu versuchen. Wir müssen auch noch da rein, fällt mir gerade mal auf. Ach, hier ist noch so viel zu erledigen. Hier haben wir ja auch alles schon freigeräumt. Ich spüre etwas in unserer Nähe. Ein mächtiges Wesen. Ein sehr mächtiges Wesen. Ja, ja, schaffen wir schon. Wir sind Drachenritter. Wir schaffen alles. Bis jetzt haben wir auch alles geschafft. Die Musik ist schön. Er wird gleich zerstört durch Monster. Skelettkrieger. 2 Stück. Komm schon, du schaffst es. Du bist stärker geworden. Bitte, schafft ihr. Noch nicht. Ja, damit. Nein, das will ich nicht. Okay, hat sich schon erledigt. Hier gehen wir auf jeden Fall jetzt rein. Aber vorerst werden wir mal den hier machen, dass wir nochmal zurückfliegen. Ja, wir haben schon ein bisschen was. War das? Der hier war das gewesen. Das kann ich nicht benutzen. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen. Warum können wir uns hier nicht irgendwie wegteleportieren? Das kann ich nicht tun. Bitte, tu das mal für mich.
Ja, weil mich genau dann das nämlich wieder passiert. Ach Mann. So, schon besser. Okay. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Dann würde ich sagen, wir geben uns erstmal hier hin. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Du sollst ja auch da oben drauf. Hier ist nämlich auch noch irgendwas. Ein Hase. Was ist denn jetzt? Ah, ich dachte schon, hier steht jemand. Hopp. So, geht denn das? Okay, da gucken wir gleich mal nach. Und hier kommen wir wieder natürlich nicht hin. Zeppelin-Stabilisationskristall. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ist das vielleicht für das Teil da oben gedacht? Der Teleporter ist nicht aktiv. Ein neues Ziel wurde. Ihr tretet zurück. Inventar. Ihr könntet den ganzen. Ja, ist mir schon klar, was ich hier alles tun könnte. Wo ist denn das? Hier. Eines der beschädigten Zeppelin-Teile, das für die Reparatur der Flugschiffe benötigt wird. Der magische Schwebekristall hält das Flugschiff in der Luft. Ohne die damit erzeugte Kraft könnte das Flugschiff nicht einmal abheben. Diesen Tag hier stehen bleiben und würde dennoch nirgendwo hingelangen. Okay, das ist also für ein Schiff. Kommen wir denn dahinter? Nee, das war's schon. Schade, na gut. Dann tun wir jetzt nochmal hier speichern, dass wir jetzt immer hier schon dieses Teil gefunden haben. Und versuchen jetzt nochmal, ob wir jetzt hin nochmal jetzt. Genau, und wir möchten erstmal in den Thronsaal. So. Wir könnten jetzt auch mal versuchen, dass wir mal die Leute losschicken. Den aber erstmal eine Rüstung machen werden. Hier war da auch noch jemand. Es ist mir eine Freude, euch wiederzusehen. Wie kann ich euch dienen? Selbstverständlich. Du kannst mich mal. So. Hallo. Ja, mein Gebieter. Hallo, handeln. Oh, 114 Tränke, also die hat genug. So, kann weg. Das kann auch weg. Und das ist ja das, was wir anhaben. So, wie viele Tränke können wir dafür wiederholen? Bis später. Wir lassen das erstmal mit den Tränken holen und gucken mal, speichern.
Und zwar begeben wir uns jetzt mal hier hoch zu diesem Typen da. Und zwar Trainingsarena. Sofern jetzt nicht wieder abstürzt. Nee, gut. Wirklich ein beeindruckender Ort. Seid ihr bereit für etwas Bewegung? Meine Sammler können da ja Ausrüstung gebrauchen. Was hättet ihr da im Sinn? Dietmar, mein Edelsteinsammler, können noch neue Ausrüstung brauchen. Für Anfang vielleicht eine Gute Waffe. Gute Idee. Für nur ein paar Goldstücke kann ich ihm eine großartige Waffe für Anfänger geben. Okay. Ich werde eurem Befehl sofort nachkommen. Und wieder noch zurück. Was. Ich bin bereit für eine weitere. Gedanken lesen können wir auch wieder. Cool. Na dann los. Feuerball. So, was haben wir hier noch Schönes? Perfekt. Was haben wir jetzt alles dazu? Ach, die sind jetzt alles Stufe... Ah, ist das schön. Wo ist unser Sprungangriff? So. Da reicht es jetzt auch gar nicht mehr für Tränke viel. Aber ein bisschen können wir trotzdem noch holen. Und wir gehen aber da aus wieder in den Thronsaal. Und werden mal unseren Bezauberer... Ich habe euch den gewünschten exzellenten Edelstein gebracht. Oh, gute Arbeit. Danke vielmals. Hier ist der Edelstein. Besorgt mit Topas. Oh, wo ich hingehe, ist es sehr gefährlich. Ohne Rüstung? Wirst du schon schaffen. So, und um dir? Um dich müssen wir ja auch uns irgendwie noch kümmern. Was können wir dir Gutes tun? Ich glaube, zu dem müssen wir da. Ja, zu denen, wo wieder der Computer abstürzt.